Schlecht stand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Was? Bist du verrückt? Wo soll ich denn jetzt so viel Benzin herkriegen? Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Wir brauchen eh keiner mehr. Wozu braucht er denn so viel Benzin? Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Hat wirklich den Sinn für die Realitäten verloren. Das war ein Befehl! Der Angriff steigt! Er schiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist kein Argument zulänglich. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Stuhl! Komm, wir trinken erstmal was.
Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So, gut. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dürfen wir uns setzen? Wir fühlen uns geehrt, Fräulein Frau... Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, wir können jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur wenn Sie den hellen Tod sterben wollen. Fritz, jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Zu viel! Zusammenreißen! Schulmannführer, wo machen Sie denn hier? Ich soll Meldung machen beim Führer. Das geht jetzt nicht, setz dich mal her. Insassen austrinken. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert. Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Wir gehen jetzt ruhig. Kapitulieren niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es ist für das unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren, eine Kapitulation. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. An Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Kemke? Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr.